Nennen Sie doch die Dinge beim Namen und verkaufen Sie die Wählerinnen und Wähler nicht für dumm. Ihnen geht es nicht um das Wohl des deutschen Volkes oder Schaden von ihm abzuwenden und sind ohne mit der Wimper zu zucken bereit, dafür das Wohl des deutschen Volkes zu opfern. Das, Herr Minister Heil, ist doch nicht soziale Gerechtigkeit.